Hallo Freunde! An einem ungewöhnlichen Tag fanden zufällige Passanten eine Katze im Unterholz in der Nähe der Straße, die an derselben Stelle saß. Es war klar, dass sie Hilfe brauchte, und sie holten sie aus den Büschen. Leider stellte sich jedoch heraus, dass die Hinterbeine der Katze gelähmt waren. Dies bedeutet normalerweise eine Verurteilung für streunende Tiere, da sie selten von jemandem aus dem Tierheim aufgenommen werden und umso mehr behandelt werden wollen. Trotzdem brachten diese freundlichen Leute die Katze zum nächsten Veterinärzentrum. Nach einer schnellen Untersuchung bestätigten die Ärzte, die Pfoten der Katze sind nicht wiederherstellbar und das Tier muss wahrscheinlich eingeschläfert werden. Es schien, dass die Geschichte dieser Katze bereits vorbei war. Einer der Tierärzte, der wenig später mit dem Arbeitstag begann, beschloss jedoch, die Katze, die zum Einschlafen bestimmt war, selbstständig zu untersuchen. Er untersuchte ihre Pfoten sorgfältig, berührte sie, bewegte sie und kitzelte sogar. Und plötzlich bemerkte er, dass die Pfoten auf seine Handlungen reagierten. Ja, sie funktionierten teilweise, was der Katze eine Überlebenschance gab. Der Arzt wurde von dieser Entdeckung inspiriert und beschloss, eine gründlichere Studie durchzuführen. Nach einer Röntgenuntersuchung wurde klar, dass sich eine Metallkugel, wahrscheinlich eine Kugel aus einer Luftgewehr, in der Wirbelsäule der Katze befand. Es stellt sich heraus, dass die Katze Opfer eines brutalen Angriffs geworden ist. Diese Information änderte das Schicksal der Katze, sie wurde sofort aus der Liste der zum Einschlafen bestimmten Tiere entfernt und eine erfolgreiche Operation durchgeführt. Jetzt stabilisiert sich ihr Zustand und die Ärzte sind von ihrer vollständigen Genesung völlig überzeugt. Sie glauben, dass sich die Katze bald wieder auf allen vier Pfoten bewegen wird, und dann wird es bereits möglich sein, ihr ein neues Zuhause zu suchen.